Meister Gardrin, hallöchen. Hallo. Ruhm und Ehre für euch. Herm, euer Bericht kommt zu einem schlechten Zeitpunkt. Kultisten der brennenden Klinge wurden hier in Senjin nicht mehr gesichtet, aber wir werden weiterhin auf der Hut sein, dass sie hier nicht wieder Fuß fassen können. Die Orks sind Freunde der Dunkelspeertrolle, ehrenhafte Freunde. Wir wollen den Orks helfen, aber wir benötigen ebenfalls Hilfe. Auf dann! Es gibt etwas, das ich mit euch bereden möchte, Krieger. Kommt, setzt euch zu mir. Oh Mann, das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Trall ist in See gestochen. Full Jin kümmert sich um Sachen auf den Echo-Inseln und der alte Meister Gardrin wird hier gelassen, um sich um Zenjin zu kümmern. Und dann kommen diese Menschen von der Feste Nordwacht und schlagen in unserem Gebiet Lager auf. Zum Glück sind sie eben erst angekommen und noch mit dem Aufbau beschäftigt. Ihr könnt dem alten Gardrin helfen, indem ihr ihre großen Vorratskisten zerstört und die Arbeiter tötet, die die Kisten schleppen. Ihr findet sie südwestlich von hier. Zerstört 3 Vorratskisten aus Nordwacht und tötet 10 Träger der Nordwacht. Alles klar. Müsste es nicht 3 Vorratskisten aus der Nordwacht heißen? Naja, gut. Bombay. Was ist das für ein Name? Hexendoktor in Ausbildung. Schön. Bombay, ist das nicht der alte Name für Mumbai? Bombay? Nee, wie hieß denn das? Ich weiß es jetzt auch nicht ganz. So, okay. Ich glaube, er hat das schon angenommen. Nee, hat er noch nicht? Ach so, krass. Hey, ja da. Bombay stellt gerade mehr Mojo her. Wollt ihr ein Schlöckchen kosten? Oh, davon muss ich aber erst noch ein paar Jujus besorgen. Davor muss ich... Was sind Jujus? Zuerst braucht Bombay was von dem Saft. Von den Krabbenviechern am Wasser. Oh, zeigt mir eure Hände. Bombay betrachtet eure Hände ganz genau. Bei euren Händen braucht Bombay 5 Handvoll. Geht schon. Erhaltet 5 Handvoll Kriechersekret. 5 Handvoll Kriechersekret. Wie geht's? Ach, hier ist übrigens ein Flugmeister. Ein Greifenmeister. Ich glaube, die muss man inzwischen auch gar nicht mehr ansprechen, um die freizuschalten. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Nee, hier ist der Alchemielehrer. Ist auch schön, aber brauche ich nicht. Ach, hier, Fledermausführer. Was ihr wolle. Nee, also ich könnte jetzt nach Orgrimmar fliegen, kostenlos, aber will ich nicht. Was soll ich denn da? Oder nach Mulgor. Mulgor, Mulgor, Mulgor ist ein schönes Land. Werft die Taube in Nandiwand. Nee, ach naja, egal. So, dann wollen wir mal. Und zwar hier diese Griecher. Nee, die nicht. Oder? Griechersekret kriege ich doch nicht von... nee, den kriege ich von den Griechern hier am Strand. Hey, greift er mich an? Blöder Arsch. Rasselnder Skorpion. Oh, ups. Da war er tot. Das ging aber schnell. Okay, ich muss dann mal ganz kurz... Ups. Ich müsste dann mal einmal ganz kurz töten. Ich weiß nicht, ob du das magst, aber... Also du Brandungskriecher, aber ich muss dich mal töten. Es tut mir leid. Naja, eigentlich nicht. Ich bin Ork. Sieg. Ein Sieg für die Horde. So. Okay. Lokta Oga. Was heißt das eigentlich übersetzt? Sieg oder Tod oder sowas in der Art? Naja, ich weiß es nicht. Brandungskrieger. Stirb. So. Ha. Und... Wieder haben wir eine Handvoll Kriechersekret erhalten. Und wir wollen noch eine. Von diesem Brandungskriecher. Unfassbar. Alter, Moment mal, der kann zaubern? Hallo, Blizzard. Das ist ein Krebs. Krebse können keine Frostzauber wirken. Mann. So. Was schreiben die hier? FC ab 1,1.7 LR für RBG gesucht W-ME. Ach so, verstehe. Was ist ein FC? First Contact oder was? Nee, das war Star Trek, verdammt. Was ist FC? Keine Ahnung. What the fuck? Ich meine, hallo?
Ich glaube, er sucht für Arena, nee, für RBG, für Rated Battleground, also gewertete Schlachtfelder. Aber mehr kann ich da auch nicht. Was ist ein FC? Falscher Chat. Nee, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen, verdammt? Also, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, aber bis dahin habe ich es wahrscheinlich eh schon selber rausgefunden. Naja. Wie gesagt, ich produziere das immer noch im Voraus, weil es geht halt einfach nicht anders. Tut mir ja leid, ich würde das gern auch in Echtzeit machen und immer so machen, dass dass ich auch ein bisschen auf die Kommentare eingehen kann, aber bis zum neuen Add-on wird das leider nicht klappen, so wie ich das sehe. Naja. So, also seid mir nicht böse, wenn ich nicht auf Kommentare eingehe, aber wenn ihr mir irgendwas schreibt, ich werde es bestimmt irgendwann berücksichtigen. Oder nicht bestimmt, aber ich werde es zumindest lesen, ja. Ob ich es irgendwann berücksichtigen kann, ist eine andere Frage. Da muss ich mal sehen. Ne, wahrscheinlich erst, wenn das neue Add-on draußen ist und ich dann damit anfangen kann. Mal sehen. Ne? Aber erstmal den Brandungskriecher töten. Stirb. Wir brauchen ein Kriechersekret. Ich finde es interessant, dass ich das unter Wasser sammeln kann. Na gut. Macht irgendwie keinen Sinn, aber egal. Ich gebe erstmal die Quest ab und dann. Ach, ich bin ja schon fast Level 6. Alter, wie schnell das geht. Hier, eine Stunde gespielt, schon wieder fast Level 6. Tja, also wenn es in dem Tempo weitergeht, tut es natürlich nicht, aber. Ne? Ich weiß gar nicht, wie schnell das geht. Ich glaube. 3 Stunden für so ein Level kannst du schon mal brauchen. Na gut. Oder mehr eigentlich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Doch, ja, keine Ahnung. Irgendwann später. Ihr bringt mir die Jojos und ich lasse euch mein Mojo kosten. Ja, Mann, das ist gutes. Das ist das gute Zeug. Jetzt brauchen wir noch andere Jojos. Was sind Jojos? Hey, Level Up! Erreicht Stufe 6. Als nächstes werden wir Gift von den Skorpionen holen, die hier überall herumrennen. Aber keine Sorge, Bombay passt auf, dass euch nichts passiert. Bombay hat ein großes Totem, das ihr in den Boden stecken könnt, wenn der Skorpion angreift. Das Totem entzieht ihm das Gift und ihr lauft ganz normal und gesund wieder heim. Klingt das gut? Erhaltet 6 Proben Skorpitoxin, indem ihr das Totem der Giftextraktion in der Nähe eines rasselnden Skorpits aufstellt. Schön. Was ich auch mal mache, Reitlehrer brauche ich nicht, aber was ich vielleicht machen sollte, wäre, ist hier vielleicht irgendwo, Metzger ist nicht richtig, ich suche einen, hier sind doch die ganzen Lehrer, hier ist doch bestimmt auch ein Lehrer für Kochkunst, Quatsch, für Kochkunst auch, aber für, was bist du da oben, Schurken, gemischt waren, nee. Waffenhändler, ich suche einen Lehrer für Bergbau. Oder gibt's den hier nicht? Schurkenlehrer? Ne, den hatten wir ja schon. Jägerlehrer, Metzger? Ah ne, du verkaufst nur, okay. Aber hier war doch, hier ist doch auch Alchemielehrer, muss doch auch irgendwo. Oder nicht? Vielleicht doch nicht. Ich müsste, glaube ich, mal eine Wache fragen. Hier, vielleicht dich. Braucht ihr was? Ne, irgendwie nicht. Vielleicht nur dich? Nee, auch nicht. Hä, irgendwo könnte man die fragen und dann sagen die einem, wo hier was ist. Aber irgendwie muss ich dann den richtigen finden. Und die hier sind's nicht. Die haben so einen anderen Maus-Dings. Warte mal. So einen anderen Maus-Over, einen Mauszeiger halt. Aber die hier haben's irgendwie nicht. Blöd. Verdammt. Nee, auch nicht. Hier ist niemand, den ich fragen kann, verdammt. Ich will einen fragen, wo hier die ganzen. Und so. Die Lehrer sind. Verdammt. Ich suche Schmiedekunst auch, aber Bergbaulehrer und so. Vielleicht mache ich auch. Nee, Juwelenschleifen. Ich bin Krieger. Ich muss Schmied werden, ja. Aber die kann ich auch nicht. Was ist denn das hier? Wieso kann ich die alle nicht fragen? Wo kommen wir denn da hin? Nirgendwo. Hier kommen wir zu den Echo-Inseln, die übrigens auch sehr schön sind. So. Ja, aber hier muss ich ja eh nicht hin. Kann ich eigentlich das. Irgendwie konnte ich auch das Interface ausblenden. Ich glaube, es geht. Nee, das war's nicht. Nee. Nee, wie ging denn das?
Ja, falsch. Tastaturbelegung. Ich wusste es noch irgendwie. Wie kann ich das Interface ausblenden? Kann ich hier mal suchen? Nee, kann ich nicht. Warte. Nee, Chatfunktion, Aktionsleisten, nee, Zielfunktion. Interface-Funktionen. Bestimmt steht es ganz unten. Nee, doch nicht. Puh. Minikarte. Glyphen. Wo ist es denn, verdammt? Hallo? Das muss doch irgendwo sein. Was hat sich geändert? Will ich auch nicht. Ich will das Interface ausblenden. Das muss doch irgendwo gehen. Bin ich gerade wieder zu blind oder ist es hier nicht? Nee, hier ist es irgendwie nicht. Ach da, Alt-Y ist es, ach Gott. Geht jetzt natürlich nicht, abbrechen. So. Kannst du hier Screenshots machen, wenn du willst. Ein stolzer Ork steht vor der untergehenden Sonne. Oder in der untergehenden Sonne von Dorota. So, okay, machen wir wieder Interface an. Dann haben wir wieder was für Thumbnail. Ich weiß es nicht, na gut. Hier ein Hase. Ich brauche aber keine Hasen, ich brauche andere. Die Textur ist ja auch sehr scharf. Ich find's toll, wie unscharf manche Texturen sind und wie scharf andere daneben einfach direkt. Ist total toll. Was machen die denn, die Entwickler? Verstehe ich nicht. Na gut. So, wahrscheinlich haben die alle Monitore mit 50x50 Pixeln Auflösung oder so. Vermutlich. Nee, weiß ich nicht. Hey, Totem. Totem der Giftextraktion müsste jetzt eigentlich... Ja, ich habe das doch aufgestellt. Ha, hat geklappt. Okay. Jetzt noch... Hallo. Ach, deswegen geht das so schnell. Die helfen mir. Dann sagt mir doch mal einer. Aber hier ist auch keine, der mir sagt, wo ich hin... Angellehrer. Ach, weißt du was? Ich lerne jetzt mal angeln. Wenn ich schon hier bin. Wer ihr seid denn? Ja, komm, Angellehrling. 95 Silber kann ich mal ausgeben. Später. So, jetzt kann ich angeln. Schön. Übrigens auch ohne Angelrute ist voll realistisch. Dann holt er einfach einen Stock und einen Faden zum Angeln. Ne? Natürlich. So, okay. Totem aufstellen. So, und jetzt töten. Stirb. Wobei, eigentlich muss ich ja warten, bis er sein Gift... Jetzt, genau, jetzt hast du doch das Totem. Ah, gesiehste. Ha, wunderbar. Und da war er tot. Irgendwie schießt trotzdem noch wer anders immer mit drauf. Ich weiß auch nicht. Na komm, stirb auch. Oh, nee, warte, ich brauche das Totem noch. Genau. Ha. Und jetzt kann ich ihn aber töten. So, jetzt habe ich auch mal Siegesrausch, weil nicht wer anders mitgeholfen hat. So, ist ja praktisch. Okay. Stirb. Ah, nee, warte, ich brauche noch das Gift, verdammt. So. Okay. Yeah. 4 von 6 Gift gesammelt, toll. Ach, da hinten sind die Leute, die so eine Kiste tragen, na sowas. Nee, das geht aber nicht, das geht aber nicht, das geht aber nicht. So, Vorratskiste machen wir gleich kaputt. Warte. Oh, die ist immun. Egal. Die geht schon irgendwie kaputt. So. Ach, die fallen aber schnell um. What the fuck? Okay. Auch interessant. Ach, die Fußsoldaten brauche ich gar nicht. Na, sowas. Nur die Träger der Nordwacht. Da kommen ja schon die nächsten. Ach, die haben ja echt... Die sind ja Level 1. What the fuck? Ist ja nix. Jetzt stirb doch mal hier, du. Ja, geht doch. So. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich wäre irgendwie gerade gerne wieder Allianz. Ich hätte doch Allianz nehmen sollen, aber ich will auch mal Horde spielen. Ach Mann. Irgendwie vermisse ich die ganzen schönen Gebiete der Allianz. Hier. Ne? Dings und so. Na gut, die Horde hat bestimmt auch schöne Gebiete und... später überschneidet sich das eh. Dann hast du die gleichen Gebiete größtenteils. Aber trotzdem. So. Okay. Die mache ich hier auch nochmal platt. Nanu, das war vielleicht nicht die beste Idee. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die anderen machen eh kaum Schaden. Ich mache mal den erst tot und dann...
Na komm schon. So, und du auch nochmal. So, hops und tot. Schwupps. Oh, ein Zwerg. Ha. Tja, was spielt ihr eigentlich? Horde oder Allianz? Schreibt es nochmal in die Kommentare. Ha. So, mache ich mal eine Umfrage. Vielleicht gucken ja genug Leute das Video, damit sich das irgendwie insofern lohnt, dass es ein bisschen repräsentativ ist. Aber ich glaube, das wird eh bei 50-50 liegen. Oder spielt ihr vielleicht beides? Ich weiß es ja nicht. Vermutlich gibt es auch sehr viele, die beides spielen einfach. Ne? So, ich brauche noch diese Skorpide. Wo sind sie denn? Die ist nicht Skorpide heißen die. Skorpide, wo seid ihr, Skorpide? Hier irgendwo müssten sie sein. Da ist einer. So, Ansturm. Hauen und Totem aufstellen. Und weiterhauen. Und weiterhauen. Stirb, Skorpid. Spüre den Zorn meiner Axt. So. Okay, den Spruch hatte ich auch schon so oft. Na gut. Habe ich eigentlich irgendwas, was ich noch anlegen kann? Hier, Skorpidstachel, schön. Brauche ich nicht. Muskelprotzhose, ja, das brauche ich auf jeden Fall. Toll. Warte mal. Ich brauche noch einen Skorpid. So, Siegesrausch. Ha! Block, ta, oga. So. Stirb. Durch meine Klinge. Ach. Da hat jemand anderes mitgeholfen, scheinbar. Okay, bin ich damit jetzt auch fertig? Darf ich weiter? Ich möchte ins Brachland. Naja, mal sehen, was dann kommt. So. Gut. Meister Gardrin. Welche Stimme hatte ich für den? Ganz ruhig. Wir haben ihre bisherigen Anstrengungen nichtig gemacht, aber hier sind sie immer noch. Aber hier sind sie immer noch. Wir müssen härter gegen sie vorgehen, Korak. Nordwort ist eine sehr gut verteidigte Festung südöstlich von hier, hinter dem Hafen. Es ist eine strategisch gelegene Festung, die für die Horde bisher schwer einzunehmen ist. Wir können wirklich nicht gebrauchen, dass die Menschen eine neue Nordwort in Durotar aufsetzen. Fegt durch das Tal im Westen und tötet diese Menschen, Korak. Zeigt ihnen die Macht und Wut von Senjin. Besiegt zwölf Trupps der Nordwacht am Vorposten der Nordwacht. Mann, sieht sich. Gut. Und mit Bombay spreche ich nochmal. Ja, dieser Skorpid Juju hat Bombay gewartet. Also auf dieses Skorpid Juju hat Bombay gewartet. Jetzt machen wir euch auch wieder Heilkrieger. Ihr kommt wieder zu Bombay, wenn ihr euch besser fühlen wollt. Bombay hat Zauber, die euch gesund machen. Okay. Hexendoktor in Ausbildung. Schleudertrauma. Das Dingo. Was zur Hölle? Sag ich dem, ich hab ein Schleudertrauma, macht er mich ganz groß. Ist ja schön. Kann er eigentlich mehres auf einmal? Nee. Ich vermute nicht. Hey, ich hab Dschungelfieber. Was kommt jetzt? Was? Ich würde euch... Geisterhaft? Alter, ich bin ein Riesengeist. Was ist denn heute los? Hey, hier. Kann ich nicht mit dem sprechen, ist ja blöd. Warte, jetzt aber. Hallo, Mann. Diese Menschen westlich von hier sind nicht zum Zelten in Durotar. Die haben andere Pläne. Und zwar keine netten. Sie wollen unsere Heimat einnehmen und unsere Schädel auf Piken sehen. Aber nicht mit mir, nein, nicht mit La. Ich habe die Familie hier in Senjin und werde verflucht sein, wenn jemand auch nur versuchen will, den Schädel von Tai Tasi auf eine Pike zu pieken. Die Menschen haben ihre Pläne alle aufgeschrieben. Große Schriftrollen schauen wichtig aus. Die werden wir verbrennen, bevor sie überhaupt erst dazu kommen, etwas Ähnliches zu tun. Zerstört drei Angriffspläne, die beim Vorposten der Nordwacht gelagert werden. Ja, natürlich. Die schreiben das auf Schriftrollen. Die merken sich nicht etwa die Pläne. Ne, und wenn ich die zerstöre, sind, naja, ich... Ergibt voll Sinn. Umland von Senjin. Ach, schön. Ich mache hier mal Licht an, warte mal. So. Ist so dunkel hier drin geworden. Und das um 16:30. Ich spiele auch noch gar nicht so lange. Wie lange spiele ich denn schon? Seit eine Stunde 20 erst? Was? Kommt mir so lange vor? Na gut. So, warte mal. Ich mache ihn mal... Oh, Fußsoldat.
Hey, was geht, altes Haus? Heute schon gestorben? Stirb, du elender Mensch. Abschaum. Warte mal, warum ist der durchsichtig? Was zur Hölle? Hä? Okay. Alter, der war eben durchsichtig. Es macht mir Angst. Diese Menschen, sie benutzen dunkle Magie. Sie müssen vernichtet werden. Alle müssen eliminiert werden. So. Und das mache ich auch gleich mal. So, stirb. Du blöder Bogenschütze. Stirb einfach eines qualvollen Todes. Danke. Okay. Und noch mehr? Nee, irgendwo sollen noch Pläne sein, die ich verbrennen soll. Warte, hier vielleicht? Irgendwo? Nee, irgendwie nicht.